Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapist 2, wieder vom gleichen Speicherstand wie in den letzten Tagen auch, weil ich es immer wieder verkackt habe und ich bin gespannt, wie ich es heute verkacken werde. Schreibt doch einfach mal die Situation, in der ich heute verkacken werde, in die Kommentare und mal gucken, ob es auch so passieren wird. Oder mit ein bisschen Glück brechen wir heute sogar aus, wer weiß. Wir haben ja einiges an Nachforschung betrieben in den letzten Folgen. Wir wissen, dass da eine Mauer ist, unter die wir nicht durchgraben können. Und wir wissen, dass da so eine Art Zaun ist. Und das werden wir heute gucken. Können wir uns durch den Zaun durchknipsen? Wenn dies möglich ist, Freunde, dann könnten wir heute schon ausbrechen. Dafür müssen wir aber gleich nochmal ein paar Zellen durchsuchen oder vielleicht das ein oder andere kaufen. Wir haben jetzt wieder Geld, weil wir zum x-ten Mal geladen haben. Und der hat nur Metallblech. Bevor ich jetzt die teuren Sachen kaufe, ich gucke jetzt erstmal nach, was die alles haben. Werde ich auf jeden Fall gleich erstmal untersuchen, was die alles in ihren, was ihr alles dabei habt in euren Schubladen. Da bin ich mal gespannt. Na, Tobi, kommst du spät? Wie immer, ne? Und dann wunderst du dich, warum ich dir immer Dreck gebe. Kommst du immer zu spät? Ich so, deine Schicht ist gleich schon wieder vorbei. Deine Frühstücksschicht. Gut, dann würde ich sagen, durchwühlen wir mal die Sachen nach ein paar Nagelfeilen oder nach ein paar Pfeilen. Dann können wir nämlich 61%. Nur weil ich einmal kurz hier reingegangen bin. Okay, das war knapp. Fast wären wir zusammengeschlagen worden. Da oben spinnt einer rum. So, Klebeband können wir gebrauchen. Die Pfeile können wir gebrauchen. Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Da haben wir nochmal Klebeband. Wir gehen dann mal kurz zu mir und legen da ein paar Sachen ab. Eigentlich müssen wir auch wieder graben, aber zur Not machen wir das am nächsten Tage. Dann passt das schon. Wäre wenigstens mal ein Highlight, dass wir irgendwie was gespeichert kriegen. Hier haben wir nichts drin bei Zombie Bombi, schade. Deadline. Ja, das nehme ich sehr gerne. Können wir schon mal den ersten Knipser machen. Mit diesem Knipser können wir ja schon mal herausfinden, ob wir durch den Zaun kommen. So, dann nehmen wir doch mal den hier und den hier. Stellen uns schon mal die Schaufel her, ne? So, das nehmen wir mal mit. Und seltsamerweise sind wir gestern hier hochgegangen und wurden sofort erwischt. Als wir noch verkleidet waren als Wächter, hat man uns nicht sofort erwischt. Man hat uns zwar abgeschossen, aber wir wurden nicht erwischt. Das heißt, wir können easy locker tagsüber auch auf die Dächer gehen. Nur mal so, um nochmal das Ganze festzustellen. Und wir brauchen natürlich Holz. Wir brauchen eine Strebe, Freunde. Eine Strebe brauchen wir noch. Aber ich lasse das hier mal kurz liegen. Für den Fall der Fälle. Und ich bin... Warte, ich möchte einmal kurz graben. Ich möchte gucken, ob dieser Stein da immer noch ist. Oder ob das komplett zufallsgeneriert ist. Ach, dafür brauche ich die Strebe. Bullshit. Das liegt daran, dass wir immer nach oben gehen und einfach A drücken, um in diesen Raum hier zu gelangen. Und dann habe ich mich halt verklickt. So, hat einer von euch Holz dabei? Das würde mir schon mal sehr, sehr helfen. Ah, die Pfeile geht auch. Die Pfeile nehme ich auch sehr gerne. Habe ich dich hier schon untersucht, Technik? Bin mir gar nicht so sicher. Du hast auf jeden Fall nichts. Und wer liegt denn hier? Gonda Green. Ach, danke. Aufgang. Na gut, da müssen wir gleich hingehen. Komm. Wir müssen sowieso noch ein bisschen laufen trainieren. Nein. Na, oh, ich habe Klebe. Verzieh dich einfach bitte, okay? Tut mir leid, ich war gerade nur noch genervt davon, dass ich dir gerade was abgekauft habe. Wie er jetzt da rumbackt. Ja, somit haben wir unser Geld verschleudert. Das war schon mal der erste Fail in dieser Folge. Bin gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Na komm, jetzt verkackst du nicht, Zero. Du hast das jahrelang geübt.
Oh, jetzt habe ich verkackt. Okay. Schade. Ich habe mich gerade komplett konzentriert. Technik. Ja. Ach, schön, dass es dich nicht mal interessiert. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Klasse. Okay, Nugget. Holz. Wo ist die? Holz? Irgendeiner Holz? Oder nur ein so ein verdammtes Stück Holz? Da habe ich auch kein Holz drin. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Gut, Klebeband haben wir jetzt erstmal genug. Oh, da haben wir nochmal Klebeband drin. Okay, Klebeband werden wir auf jeden Fall erstmal eine Weile lang nicht brauchen. Was aber nichts daran ändert, dass uns Holz fehlt. Ich würde jetzt eiskalt sagen, ja, lass mal rübergehen und da ein bisschen Holz holen, aber die Wand ist ja nicht richtig fertig gemacht worden da hinten, ne? Und da kriegen wir auch kein Holz her. Jetzt nimm diese verdammte Mauer ab. Wo ist der Problem, Dude? Ne, hier habe ich nur diese komische Mauer. Was soll die Mauer hier überhaupt? Das ist nicht mal eine Mauertreppe, das ist einfach nur so eine billige Mauer. Stoff. Hier wird der Stoff hingelegt. Ups, ich habe die Mauer eingesammelt. Eigentlich brauchen wir die Mauer hier gar nicht, ne? Theoretisch. Aber ich habe immer Angst, dass man verpetzt wird von seinen eigenen Kollegen. Kann ich nicht diese brüchige Mauer damit ersetzen? Nö. Ja, spülen wir sie runter. Hey, Rexas! Oh, magst du Stoff? Ja, hätte ich es jetzt nicht verkackt, Freunde, hätten wir ihm... Ach doch nicht, wir können ihm das Stück Holz abkaufen, gut. Ich dachte schon, Holz wäre ein bisschen teurer gewesen. Wieso ist Holz so billig? Alle mögen Holz und das ist das Billigste, was man kriegen kann. So. Wir haben auch die zwei Pfeilen, um den Knipser zu vervollständigen. Na komm, gehen wir Abendessen. Diesmal ohne Fehler, bitte. Ich versuche mich jetzt immer zu konzentrieren, wenn ich hochgehe. Und den Knipser nehme ich mal mit und das auch. Da kommt Tobi wieder. Wie immer zu spät. Bin schon da. Hey, das ist Mr. Chris diesmal. Da ist Tobi. Ah, Tobi war heute rechtzeitig. Ich bin stolz auf dich. So, erstmal ein bisschen Energie wiederholen. Heute Abend geht das los, Freunde. Heute werden wir testen, ob wir ausbrechen können oder nicht. So, gib mir doch mal das nochmal. Achso, klar. Zwei Intellekt. Ich meine, das brauchen wir sowieso nachher, um die Schaufel herzustellen. Falls wir uns durchbuddeln müssen. Kann ja auch sein. Bin mir da ja nicht so sicher. So, ja, jetzt können wir. So, jetzt haben wir schon mal den besten Knipser. Ja? Wir nehmen uns noch mal ein Metallblech und zwei von denen hier mit. Du sollst nicht dieses verdammte... Ich hasse dein Bett. Technik, ich hasse dein Bett. Okay. Heute ist die Stunde der Wahrheit, Freunde. Heute geht das richtig ab. Da ist doch bestimmt der Stein gewesen, ne? Mal gucken, ob er immer noch da ist. Wenn nicht, ist das total random. Tatsächlich, der ist nicht da. Ich fühle mich einfach nur verarscht von diesem Spiel. Ganz ehrlich.
so eine random Steine, die da einem einfach in den Weg gestellt werden, ne? Okay, Metallblech haben wir noch. Theoretisch wäre es das sicherste, einfach hier nach links zu graben, ne? Dann müssten wir irgendwann bei der Tür ankommen. Dann dürften wir auch sehen, dass man sich vielleicht drunter buddeln kann. Das wird natürlich das Ganze wesentlich vereinfachen. Ja, ich brauche natürlich Streben. Das ist natürlich jetzt hier der Knackpunkt. Ohne Strebe können wir es kriegen. So. Gut, gehen wir erstmal duschen. Hier haben wir das letzte Mal verkackt, an dieser Stelle. Und ich weiß nicht, vielleicht holen wir gleich noch die Nägel. Ich weiß nicht, ob der Truck jetzt zum Beispiel das Loch sieht. Vielleicht hätten wir das in der Fail-Runde testen sollen, aber gut. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät, Freunde. Aber ich denke mal schon, dass er das Loch sieht. Ich meine, die sind ja nicht dumm. So, Abendappell. Ich würde sagen, wir scheißen erstmal auf die Nägel. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Das ist ja nur der Test hier. Wird ja jetzt momentan nichts riskieren. Weil sonst wäre die Folge auch viel zu kurz. Ihr seid alle nichts als Dreck. Wer hat das gesagt? Freestyler, das merke ich mir. Das merke ich mir. Ich muss erstmal ein paar Likes abholen. Die Gewinner der heutigen Zellinspektion sind definitiv nicht Zero. Erik und Amy. Die beiden E's. Okay, schauen wir mal, geben wir unser Bestes. Es tut mir leid, Technik. Irgendwann wirst du mich hassen dafür, dass ich die jedes Mal da wegschubse. Okay, Ach, wir müssen uns hochgraben noch, ne? Gar nicht dran gedacht. Gut, nehmen wir mal das hier mit und das hier. Und den Knipser. Wo ist meine Schaufel? Ach, die habe ich oben gelassen. Jetzt ist das Auto gerade durchgefahren. So, dann verbessern wir mal die Schaufel. Das ist nicht dein Ernst. Das ist einfach nicht dein Ernst. Da fehlt mir ein Intellekt. Ich dreh durch. Ich drehe einfach nur durch. Ja, ein Uhr morgens haben wir nichts Besseres zu tun, als zu lesen. So. Hä? Was habe ich denn da gemacht? So. Dann wollen wir auf ein neues. Auf ein neues, Freunde. Das wird schon. Ich sehe es positiv. Also das kann eigentlich gar nicht schieflaufen, was ich hier gerade mache. Es ist zwar nicht der Masterplan, aber es ist gut. 20% ziehen wir immer. Und da fährt auch gerade das Auto durch. Das perfekte Timing. Es geht nicht. Scheiße, ich weiß nicht, ob das Auto gleich kommt. Hä? Wie soll ich denn hier ausbrechen? Hä? Nein, die Erde. Hä?
Wie soll das denn funktionieren? Oh Gott, Freunde, ich hab Kopfschmerzen. Ich hab einfach Kopfschmerzen. Wir könnten alle Leute verprügeln, klar. Das geht, aber dann wäre die Tür halt offen. Es muss doch irgendwie einen anderen Weg darüber durchgeben. Es muss doch irgendwie... Hä? Wie ist das möglich? Freunde, also, ehrlich gesagt, wir gehen die Option aus. Wir gehen einfach die Option aus. Schön zu sagen. Ich meine, die Werte verprügeln ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist zu einfach. Es ist zu simpel. Weil wenn ich die Wärter verprügel, da kann ich mir auch gleich die roten Schlüssel von denen schnappen und einfach durchrennen. Ich meine, klar, da wären noch die Bienen, aber da buddelt man sich einmal durch und dann ist man weg. Ich hab mich hier nicht durchs halbe Gefängnis gegraben. Damit das nicht funktioniert, was ich vorhabe. Da beim Tisch war auch nichts, ne? Das sind auch nur komische Betten, bei denen ich nicht schlafen kann. Wir sind jetzt einmal rumgelaufen ums Gefängnis. Mir gehen die Optionen aus. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das reißen soll. Wie soll ich nur durchkommen? Einen grauen Schlüssel? Sowas gibt's nicht, ne? Gibt nicht sowas wie einen grauen Schlüssel. Ich meine, was bringt dieses ganze Konzept, wenn man dann nirgendwo durchkommt? Okay, ich weiß aber, was ich heute erstmal tun werde. Ich könnte mir einen roten Schlüssel erstellen, das bringt alles nichts. Holz. Ich meine, ich könnte mich jetzt einmal ums ganze Gefängnis graben. Just for fun. Aber es würde mich halt kein Stück weiterbringen. Jetzt habe ich das Klebstoff verschenkt. Oh, ja. Vergiss es. Aber ich habe den Klebstoff ja verschenkt. Jetzt hätte ich ihn gebraucht. Aber wir haben hier neun. Okay, falls wir uns nochmal eine Schaufel basteln wollen, hätten wir da auf jeden Fall noch Metall. Wie soll ich da noch ein halb kaputtes Schaufel? Ach so. Ah, ich erinnere mich. Aber egal, das brauchen wir alles derzeit sowieso nicht. Ich wurde nicht einmal untersucht. Das ist einfach nur Panne. Ja, Freunde, ich würde sagen, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meint, wie man ausbrechen kann. Bitte nur, wenn ihr es nicht wirklich wisst. Wenn ihr euch wirklich da Gedanken drüber machen wollt, wie man ausbrechen könnte. Es gibt natürlich viele, die dieses Gefängnis gemacht haben oder im Internet gucken. Das möchte ich nicht. Ihr versucht einfach mal ein bisschen zu raten. Währenddessen ich hier am Verzweifeln bin. Ja, jetzt fick dich mit deiner Bettdecke. Technik, ganz ehrlich, behalt sie doch einfach. Wir bunkern mal hier unser Holz und hier den ganzen anderen Rest. Ich meine, außer Klebstoff. Klebstoff behalte ich hier. Komme. Lasst mir einen Platz übrig. Jetzt brauchen wir den Masterplan, Freunde. Es wird Zeit, einen Masterplan zu entwickeln und ihr müsst dabei helfen, weil ich nicht wirklich weiß, wie wir an so einem grauen Schlüssel rankommen. Ich glaube, sowas wie einen grauen Schlüssel gibt es gar nicht. Drunter graben können wir auch nicht. Das ist auch ein ganz komischer Zaun. Ich meine, das Ding ist, man kann den Wagen anhalten, um sich rauszuschleichen. Weil es bringt ja nichts, wenn man irgendwie alle Leute zusammenschlägt und dann
rennt man raus und der Wagen weiß nicht Bescheid. Das glaube ich ja nicht. Na, der Enterhaken. Würde ich noch tippen, ne? Also, was mir doch einfallen würde, ist echt der Enterhaken. Dass man sich da irgendwie raufseilt. Also, sonst fällt mir da nichts ein. Ich bräuchte noch mal ein bisschen Kleber. Danke. Und Toilettenpapier auch gleich schon. Oh, das. Das war übrigens falsch. Ich wollte eine Zaunertreppe machen. Draht, Draht, Draht. Dreck. Oh, ich habe mir das Kissen geklaut. Wen haben wir denn hier? Niklas, Niklas, komm. Yeah, das ist für dich mein. Ich habe mir voll die Mühe gegeben, das zusammenzubauen und du akzeptierst es nicht. Ich bin erschüttert. Jetzt muss ich den ganzen Kram hier nochmal wegen Draht untersuchen. Ach Gott. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie komme ich darüber? Wie komme ich über diesen Zaun? Mit einem Tritt vielleicht? Vielleicht mit einem Tritt? Ist das vielleicht möglich? Das müssen wir alles ausprobieren. Wir müssen das alles, alle Möglichkeiten müssen wir durchgehen, von Enterhaken bis Tritt. Da muss irgendwas möglich sein. Irgendwie müssen wir darüber kommen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, Freunde. Wie kommen wir darüber? Das hat man damals im Kindergarten gespielt, ne? Frau Winter, wie tief ist das Wasser? 1000 Meter tief, wie kommen wir darüber? Das waren doch damals Spiele, die habe ich gespielt mit meinen Kindergartenfreunden. Ich bin alt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, ein Draht brauche ich noch. Hat hier jemand noch ein Draht für mich? Hat jemand einen guten Draht zu mir? So, ich möchte mich halt derzeit, ja, ein bisschen freier bewegen dürfen im Gefängnis, werden wir schon ein bisschen rumprobieren. Wenn wir jetzt nachts halt rumlaufen werden, dann doch bitte richtig. So, nein, schlafen wollte ich nicht. Dich wollte ich haben. Oh Gott, die Wärter sehen das doch gleich, oder? Okay, den letzten Rest sparen wir uns auf, bis die Wärter wieder weg sind. Ja, so einfach hätten wir es gehabt. So einfach hätten wir rauskommen können, aber das Spiel hat sich ja dagegen entschieden, dass man das nicht machen kann, weil das der übelste Zaun ist. Wir gucken einmal kurz nach, was wäre möglich. Was haben wir denn hier so zur Verfügung? Ja, die Schneider können wir vergessen. Insassenkleidung. Wozu brauchen wir ein Overall? Wir könnten uns als Arzt verkleiden oder was? Unlackierter Stuhl. Was bringt mir ein unlackierter Stuhl? Jetzt im Ernst? Was zum Teufel bringt ein unlackierter Stuhl? Ein Tritt ist das wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Wurfhaken, ja. Wurfhaken würde ich ja sagen, weißt du? Das würde wenigstens Sinn ergeben, dass wir da Wurfhaken drüber gehen. Gelber Plastikschlüssel. Das war grau, ne? Es gibt aber sowas wie ein Grau nicht.
Ich bin überfragt, Freunde. Ich bin einfach überfragt. Oh Gott. Mein Hirn. Es besteht nur noch aus Brei. Ich weiß nicht mehr weiter. Hier geht's ja nur in die Küche. Da gibt's ja nichts Bestimmtes, außer die Kamera. Warum gibt es in der Küche eine Kamera? Das ist hier noch die Frage. Ich meine, dass es da hinten eine Kamera gibt, hier vorne, das kann ich verstehen. Weil die da ja auch ein Auto ist, aber in der Küche. Was? Wie bitte was? Die Wärter haben Beweise für meine Grabung gefunden. In diesem Gefängnis wird... Guckt euch den Wärter an da oben. WTF, was machst du da? Wieso bist du da reingegangen? Oh! Was? Wie zum Henker ist er auf die Idee gekommen, dahin zu gehen? Ich wurde verpetzt. Ich wurde verpetzt. Du kleine Drecksratte. Wer zum Henker war das? Kleidungsstelle war das, ne? Niklas! Nein! Kettenreaktion! Oh Gott! Das war eine Kettenreaktion. Wir haben ihm etwas geschenkt, was er nicht mochte. Er ist zur Arbeit gegangen, hat mein Loch gesehen und hat mich verpfiffen. Warum, Niklas? Warum tust du sowas? Ich hab dir was geschenkt. Ich hab dir ein Geschenk dagelassen und du verpetzt mich dafür. Ich werde dir nie wieder was schenken. Ich werde dich auch nicht mehr in die Dusche zerren. Nö. Gegessen. Freunde. Wir haben es heute wieder verkackt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen an einem neuen verkackten Tag. Oh nein. Euer Zero. Tschüss. Oh Niklas, das fand ich jetzt nicht nett von dir. Gar nicht nett.